Wie es ist, darf es nicht bleiben. Bereits vor der Corona-Krise hat Deutschlands Wirtschaft an Fahrt verloren. Jetzt müssen wir, trotz Krise, wieder schnell auf Wachstumskurs kommen. Unser Land ist derzeit Weltspitze, aber nicht bei der Wettbewerbsfähigkeit, sondern bei Steuern und Abgaben. Für uns Freie Demokraten ist klar, wir müssen die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft entfesseln und unser Land fit für den Aufholwettbewerb machen. Das gelingt uns nur, wenn wir die Steuerlast unserer Unternehmen auf den OECD-Durchschnitt senken. Gleichzeitig setzen wir uns für eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen ein. Damit sorgen wir für mehr Fairness im Wettbewerb zwischen internationalen Großkonzernen und unseren Mittelständlern. Unsere Wirtschaft leidet nicht nur unter zu hohen Steuern und Abgaben, auch der Bürokratie-Dschungel macht vielen Unternehmen das Leben schwer. Wir fordern deshalb einen Entfesselungspakt, in dem Maßnahmen zur Bürokratieentlastung gebündelt und vorangetrieben werden. Zudem wollen wir eine One-in-Two-out-Regel. Das bedeutet, für jede neue Belastung sollen im doppelten Umfang Belastungen abgebaut werden. Wir Freie Demokraten setzen uns auch für mehr Fairness bei der Einkommensteuer ein. Heute steigt die Steuerlast bei kleinen und mittleren Einkommen besonders schnell an. Durchschnittsverdiener zahlen schon fast den höchsten Steuersatz. Von Gehaltserhöhungen greift sich der Staat mehr als die Hälfte. Das ist leistungsfeindlich und ungerecht. Wir wollen deshalb den Mittelstandsbauch abschaffen und einen linearen und fairen Chancentarif bei der Einkommensteuer einführen. Zudem muss der Soli, wie seit Jahren versprochen, endlich komplett abgeschafft werden. So bringen wir das Verhältnis von Privat und Staat wieder in die richtige Balance. Wie es ist, darf es nicht bleiben. Die gute Nachricht ist, es muss auch nicht so bleiben. Wir haben es selbst in der Hand. Nie gab es mehr zu tun.